This is my voice, my weapon of choice. Le 14 du 9 à 14h06, des actions ont été menées dans toute la Suisse 20 ans après la grève des femmes. L'égalité des sexes n'est pas accomplie en matière de salaire. 4, 3, 2, 1. Il est 14h06 à Fribourg, Sion, Lausanne et Genève, le 14 juin. La grève des femmes, ça fait 20 ans aujourd'hui. À nouveau dans la rue, les femmes lancent un appel. Pour moi, c'est important ce jour de savoir que nous sommes d'abord des êtres humains avant d'être des hommes et des femmes. Même droit, même salaire, même respect, même dignité. Merci les enfants! Je pense que la lutte syndicale passe aussi par l'égalité des chances, puisque nous avons toujours un grand écart salarial en Suisse, des conditions de travail qui ont été péjorées pour tout le monde, mais qui sont quand même pires pour les femmes. Et surtout, j'en ai marre de le sexisme ordinaire qui aujourd'hui est encore d'actualité, malheureusement. En Suisse, l'égalité, c'est 2 pas en avant, 3 pas en arrière. In 20 anni, se molto è stato fatto, la discriminazione di genere esiste sempre. Paola Ceresetti da Berna. 14.06, centinaia di fischietti trillano per chiedere che scocchi finalmente l'ora della parità. E in cielo volano palloncini attaccati a reggiseni. Commercio al dettaglio è un settore che impiega 15.000 persone, molte di queste appunto sono donne. Un settore ben con rischio di dumping salariale e sociale, proprio perché non vi è nessuna garanzia contrattuale. Ho deciso di partecipare a questa manifestazione per dare voce alle donne, per dare voce alle nostre esigenze, per chiedere rispetto. Nella nostra Costituzione è già sancito il principio di uguaglianza, c'è la legge federale sulla parità dei sessi che non viene assolutamente rispettato. Noi donne, nonostante svolgiamo lo stesso lavoro rispetto agli uomini, percepiamo uno stipendio più basso e questo non è giusto. Die Schweiz sah lila. Am ersten landesweiten Frauenstreiktag am 14. Juni 1991 ging eine 500.000 Frauen auf die Straße, um für die Gleichstellung von Mann und Frau zu demonstrieren, wie hier auf dem Bundesplatz in Bern. Und doch, der Kampf geht weiter. Die Ziele sind die gleichen geblieben. Doch laut einer Studie der Gewerkschaft Unia entgehen einer Frau im Laufe ihres Berufslebens durchschnittlich 380.000 Franken, alleine deshalb, weil sie eine Frau ist. Sehr viel unbezahlte Arbeit, vor allem bei der Kinderbetreuung und Pflege und Hausarbeit. Diese Arbeit sollte irgendwann endlich auch bezahlt werden. Aber mit der Boni, Ufa mit der Frauenlöhn. Aber mit der Boni, Ufa mit der Frauenlöhn. Die Mindestlohninitiative von 4'000 Franken für alle muss angenommen werden, so werden auch die Frauen gleichgestellt wie die Männer. 3, 2, 1.
Am 14. Juni 1991 war ich eine von denen, die geholfen hat, vorbereiten. Und niemand wusste, was aus diesem Tag wird. Ein grosser Erfolg. Wir haben seither ein Gleichstellungsgesetz. Und darum bin ich heute wieder da, weil es braucht wieder Schub. Oh, bello, ciao, bello, ciao, bello, ciao, ciao, ciao. Wir wollen ein Ziel, wir wollen ein Ziel. Wir wollen Ungerechtigkeit. Wir sind noch weit davon entfernt für die Gleichstellung von Mann und Frau. Männer an ihren Kaderstellen sollen ein bisschen von ihrer Macht abgeben, damit wir Frauen, die gut ausgebildet sind, auch einmal an die Macht könnten.